Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, Leute. 48 Stunden, also zwei komplette Tage, werde ich für diese Angel-Challenge komplett durchfischen. Dabei werden wir vom Kajak hier auf dem Pazifik angeln, vom Ufer auf giftige Rifffische treffen, mit dem Wurfnetz fischen und viele weitere Fischfangtechniken austesten. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang, denn die 48 Stunden beginnen genau jetzt. Wir fangen diese Challenge an, ganz originell, so wie das allererste Video hier auf dem Trip. Vom Angelkajak. Diesmal aber ein Solo-Kajak, also ich habe quasi keinen Guide hinten drin sitzen, der mich zu den Spots oder irgendwas führt. Ist auch ein neues Angelrevier, wo ich mit dem Kajak auch noch nie unterwegs war. Also ich bin gespannt, wie das hier wird, ehrlich gesagt. Bin ein bisschen aufgeregt, vor allem, weil es kein Zurück mehr gibt. Also, wenn der Trip mit dem Kajak losgeht, dann geht die Challenge los und ich will mich nicht blamieren, will nur, keine Ahnung, 4 Fischarten fangen in 48 Stunden. Das heißt, es muss jetzt was gehen, ich muss mir Mühe geben. Ziel ist es für diese Challenge, ich habe mir überlegt, was ich an Fischarten eigentlich, also womit ich dann happy wäre, wie viele Fischarten. Und ich glaube, in 48 Stunden, damit ich wirklich zufrieden bin, wären schon so irgendwas zwischen 12 bis 15 Fischarten. Ist eine hohe Zahl. So viele Fische muss man natürlich erstmal fangen. Kann auch sein, dass man zwei Tage hier komplett abschneidert und abloost. Einfach weil die Fische keinen Bock haben. Gibt es natürlich immer. Oder weil man die Fische nicht findet. Gibt viele Faktoren. 5 Stunden habe ich das Kajak jetzt gebucht. So sieht das ganze Ding hier übrigens aus. Haben hier ein schönes Tret-Kajak. Zwei Pedalen und einer kleinen Welle dran. Hier hinten noch eine kleine Kühlbox, ein bisschen was zu essen. Wollen wir gar nicht lang schnacken, gucken, dass wir zu dieser heißen Zeit jetzt direkt an den Spot kommen. Also Leute, wünscht mir Glück, viel Spaß mit diesem Video. So, Sonnencreme natürlich ganz wichtig. Trage ich jetzt direkt mal auf, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Schleifen wir den Hasen jetzt mal hier über die Steine da hinten hin, wo ein bisschen weniger Wellen sind. Oder ich kann ihn auch hier reinmachen. Soll ich es mal kurz versuchen? Ich glaube, ich versuche es erstmal hier. Psch. Sau schwer das Ding. Digga, erste Mal Solo-Kajak. Ja, das ist schon wild. Und das Boarding können wir bestimmt noch besser regeln in der Zukunft. Jetzt müssen wir erstmal hier kurz aus der Crash-Zone, aus der Wellenzone raus. Zack, zack. 48 Stunden, das wird jetzt hardcore. Ziel ist, wir fahren jetzt erstmal da vorne an so eine Steinwand, die mir empfohlen wurde. Und schauen mal, ob wir da den ersten Fisch auf Popper oder Jig fangen können. So Freunde, erster Spot. Wir sind jetzt hier an der Spitze von so einer Steinlandzunge. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal mit dem Popper den allerersten Wurf. Auf jeden Fall ganz gute Wellen reingerollt, wie ich schon sehe. Macht mir schon ein bisschen Sorge. Vielleicht fahre ich noch mal ein bisschen woanders hin. Mit den ersten paar Würfen kam jetzt noch kein Kontakt, gar nichts. Der Wind ist gut aufgefrischt und ich weiß nicht, ob es sich hier noch so lohnt, mit dem Kajak weiterzumachen, weil ehrlich gesagt bei dem Wellengang kann ich gar nicht konzentriert fischen. Ich muss aber die ganze Zeit gucken, dass mein Kajak nicht irgendwie ungünstig liegt und zu den Wellen steht und komisch treibt oder so. Immer ein Auge auf die Wellen haben. Das ist mir hier eigentlich gerade ein bisschen zu viel Seegang dafür, dass ich hier alleine draußen bin, ehrlich gesagt. Aber den Anfang von der 48 Stunden Fischarten-Challenge, den habe ich mir auf jeden Fall ein bisschen anders vorgestellt, kann man sagen. Na gut, ist ja auch eine Challenge, ne? Soll ja dann auch schön real zeigen, wie es manchmal ist beim Angeln. Und der starke Wind war auf jeden Fall nicht angesagt. So Leute, jetzt ist direkt vor mir gerade was geraubt. Wollte gerade mal einen Spot wechseln und genau da hat es gerade übelst geraubt. Voll die kleinen Fische rausgesprungen. Gucken, ob der jetzt direkt auf den Popper geht. Das wäre natürlich ja Wahnsinn. Komm schon. Das wäre richtig geil. Mega geraubt da. Abbruch. Der Wind hat extrem aufgefrischt, gerade innerhalb von 10 Minuten. Es ist mega die Welle hier draußen jetzt. Ich muss jetzt irgendwie ganz schnell zurück an Land hier. Das ist zu wild. Das hat hier ein Wind geworden, Jungs. Mädels da draußen, guckt euch das an. Vorne ist der Hafen, da muss ich hin. Ah, oh, ist das brennend.
Fucking hell, ich glaube, ich muss echt auf die andere Seite von der Halbinsel. So viel Winter draußen gewesen. Wahnsinn. Jetzt ist die Frage, was machen wir? So Leute, Mittagspause. Ich stärke mich jetzt erstmal und dann geht's zum nächsten Spot. Ich bin mir sicher, da wird es deutlich besser laufen. Mittagspause vorbei, Leute. Wir brauchen immer noch den allerersten Fisch. Deswegen, aufgrund des starken Windes, angeln wir jetzt vom Land. Das Kajak hat ja nicht geklappt, beziehungsweise, ja, wir waren zwar draußen, aber konnten nicht konzentriert fischen, hat alles nicht so hingehauen, wie ich es mir vorgestellt habe, ehrlicherweise. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir die ersten Fische vom Ufer fangen können. Ich laufe jetzt gerade zum Spot. Das ist eigentlich genau derselbe Spot, wie wir auch vom Kajak da vorne gerade geangelt haben. Nur halt jetzt vom Ufer. Ich hoffe, da kommt jetzt was. Ich werde jetzt ein ordentliches Stück reinwarten. Als Köder habe ich jetzt hier so einen Blinker, einen kleinen, mit so ein paar Fransen hinten dran am Drilling. Ich hoffe mal, dass wir darauf jetzt ein paar Red Snapper, alles was da so rumschwimmt, jetzt abgreifen können. Einfach ein Hummer. Fette Langustenschale. Ist das krass. Der sieht ja wahnsinnig aus. Haha. Zählt er schon als Fischart, Leute? Ich glaube, der zählt noch nicht als Fischart, oder? Erstmal die Schuhe nass machen hier, erster Schritt. Aber eigentlich ganz erfrischend, muss man sagen. Ey, ohne Schuhe hier bei sowas, nur mit Badelatschen oder barfuß, das ist der absolute Horror, sage ich euch. Das ist hier ein bisschen wie beim Meerforellenangeln mit der Warthose hier. Gibt mir leichte Mefo-Vibes hier. Durchs Wasser stapfen, Strecke machen, Würfe machen. Gucken, was passiert. Oh, da ist was gesprungen, direkt vor mir, habt ihr es gesehen? Oh, was war das? Ich glaube, es war Stein. Oder? War das Stein? Nee, eigentlich an der Oberfläche gewesen. Ich glaube, es war ein Biss. Das wäre ja krass hier auf dem ersten Wurf. Das wäre ja sick. Aber Fisch ist da. Ich bewege mich jetzt nicht hier weiter, sondern bleib genauso stehen, dass ich hier bloß keine Scheuchwirkung habe. Oh mein Gott, Alter! Was ist das denn? Junge, oh, ist das für ein Fisch? Der ist ja mega stark. Yes! Da ist er, Leute. Da ist der Erste. Wahnsinnsattacke. Wahnsinn. Was ist das? Der schwimmt zu mir. Ist das irgendein kleiner irgendwas? Wir gucken. Wir gehen an Land. Geil. Junge, haben die Kraft. Das ist wirklich unfassbar, ne? Okay, Leute, wir holen ihn an Land. Alter, geil. Da ist ein kleiner Jack, glaube ich. Yes! Erster Fisch für die Fischart-Challenge. So, Leute. Zweiter Wurf, dritter Wurf oder was? Schöner kleiner Jack. Ah, geil. Damit können wir nochmal richtig schön die Challenge beginnen hier. Puh, das ist ein wichtiger Fisch jetzt hier. Direkt auf einen der ersten Würfe nach der Kajakpleite. Mega, das geht richtig gut los. Ich bin gespannt, was für Fische wir jetzt noch aus dem Wasser holen. Der ist noch ein bisschen klein, der darf jetzt wieder zurück. Ah, geiler Fisch, ey. Schaut ihn euch an. So, der Kleine kommt schnell wieder frei. So ein schönes Tier. Tschüss. Geil. Erster Fisch, Leute. Yes! So, ich würde mal sagen, wir haben den Spot gefunden, oder? Krass. Fische neben mir steigen sehen, Möwen rauben, kleinen Blinker. Geht gut los hier, ey. An so leichtem Gerät hier auch einfach mega spaßig. Ananase One. 15 bis 45 Gramm Wurfgewicht. Das ist schon echt was Spaßiges dann hier mit einem 15 Gramm Blinkerchen. Krass, wie er auch in die Bremse gegangen ist, ne? So ein kleiner Fisch, so viel Kraft. Das ist echt unglaublich. Hab schon wieder einen Biss gehabt. Seht ihr das? Oh, ja, ja, ja. Oh, Fisch. Oh, ich denke mal wieder ein Jack. Ich hoffe, es ist ein Red Snapper. Ein bisschen kleiner vielleicht. Aber wieder ein geiler Fisch. Ich glaube, wieder ein Jack, oder? Au, oh, ein Moonfisch! Nein, oh, es war ein Moonfisch! Nein, ein Moonfisch! Scheiße, es war ein Moonfisch. Ich dachte, es wäre ein Jack. Oh, zweiter Wurf. Ist das krass. Oh, ein Moonfisch, der wäre top gewesen. Oh, fuck, ich hoffe, wir kriegen nochmal die Chance auf einen Moonfisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, der wird noch schwer zu fangen sein heute. Biss. Schaut auf die Rutenspitze, Leute. Schaut auf die Rutenspitze. Vielleicht geht er nochmal rauf. Nee, geht nicht nochmal rauf. Oh, 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 was ist? Da ist der nächste. Verhält sich anders als der Jack, sage ich. Ich hoffe, es ist wieder ein Moonfish. Das wäre natürlich Jackpot.
Es ist kein Jack, sage ich. Es ist kein Jack. Ich muss langsam zurück Richtung Ufer. Es ist kein Jack. Der ist zu ruhig. Uff, was ist es? Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Oh mein Gott. Es ist ein Jack. Aber es ist ein anderer Jack, kann das sein? Der andere war doch gelb, den wir gerade hatten, oder nicht? Der hatte doch eine gelbe Schwanzflosse. Der hier sieht anders aus. Da muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich nicht gut genug mit den Fischarten hier aus, um sagen zu können, ob das jetzt ein anderer ist. Vielleicht weiß es ja irgendwer von euch. Kann es gerne unten reinschreiben. Da ist er, der nächste Fisch, Leute. Ich zähle ihn jetzt einfach mal als die gleiche Fischart. Obwohl ich fast sagen würde, es könnten unterschiedliche sein. Mega schönes Tier, ey. Tschüss, großer. Warum ich die jetzt freilasse, ist übrigens, die sind zu klein. Also so einen kleinen Jack, den werde ich nicht essen. Da ist kaum was dran, wäre unnötig, den zu töten deswegen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Red Snapper in der Größe fange, glaube, den würde ich schon mitnehmen. Aber so ein Jack, der wird halt noch viel, viel größer. Das ist wie ein, keine Ahnung, 15er Barsch mitnehmen. Das ist nicht wert irgendwie. Der Kleine ist weggeschwommen, alles easy. Also schauen wir, dass wir jetzt einen Red Snapper kriegen. Oder vielleicht haben wir den Moonfish. Das war echt bitter, dass er abgegangen ist, sage ich ganz ehrlich. Das war richtig, richtig bitter. Ich glaube, ich könnte gleich fast schon mal einen Topwater-Stickbait dran machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das werde ich gleich... Wow, gleich mal machen! Alter, was ist das denn? Der ist ja direkt gesprungen. Was ist das für einer? Was ist das für einer? Der sieht ja fucking wild aus. Okay, Leute, den müssen wir mit an Land nehmen. Den müssen wir abfilmen. Für die Wissenschaft. Da ist er. Nächste Fischart. Der Kleine ist super, super stachelig. Alter, sieht der krass aus. Schaut euch mal das Maul an. Boah. Junge, Junge. Krasser Fisch. Ciao, mein Lieber. Wahnsinnsfisch. Krass. Oh, ja. Oh. Weg. Weg, 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 weg. War irgendwas Größeres, glaube ich. Oh, ist wieder ausgestiegen. Boah, ist das spannend. Oh, Alter. War ein Biss. Es ist irgendwas Besseres, glaube ich. Oh, nee, schon wieder so einer. Wie gerade eben, glaube ich. So ein ganz wilder. Ausgestiegen. Wahnsinn. Genau das, was ich jetzt brauche nach diesem misslungenen Kajak. Fehlstart, wirklich. Aber einfach durchziehen, weitermachen. Irgendwann findet man die Fische. Es ist einfach so. Mal so eine ganz blöd gestellte Frage. Gibt es eigentlich Salzwasserkrokodile in Costa Rica? Das würde mich jetzt ehrlich mal interessieren. Ich glaube, es gibt Salzwasserkrokodile. Weg. Alter, was hat das denn für einer? Junge, Wahnsinnsattacke. Was für ein Biss. Ist das krass. Ich brauche diesen Moonfish und ich brauche einen Red Snapper hier. Dann bin ich extrem happy mit dem Spot. Das wäre schon mal richtig nice. Kleiner Barracuda oder ein kleiner Garfisch. Oh, das ist die Schildkröte wieder. Das wäre auch geil. So, jetzt ist mir hier ein Fisch eingestiegen. Fühlt sich irgendwie komisch an, würde ich mal sagen. Schwimmt mit, macht nicht allzu viel im Drill. Ich hoffe, das ist eine neue Fischart. Oh, es könnte ein Moonfish sein. So wie der vibriert. Könnte ein Moonfish sein. Komm schon, zeig dich. Bitte ein Moonfish, bitte. Oh, ein Jack. Kleiner Jack. Keine neue Fischart. Freilassen den. Ciao. Alter, der hat den Haken voll aufgebogen. So Leute, neue Fischart. Der nächste Übeltäter, ganz lang und schlank. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an einen Tarpon, aber halt ein schmal und schlank. Guck mal, wie lang der ist. Richtig lange Sardine hier. So, so schön. Guckt ihn euch an. Was ein geiles Lebewesen. Yes, Leute, Fischart Nummer 3, glaube ich jetzt. Ey, unfassbar geiler Spot. Wahnsinn, was hier abgeht. Morgen werden wir auf die Insel hinter mir raufgehen, bei Low Tide. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Ich habe noch ein paar richtig krasse Sachen geplant für diese 48 Stunden Fischarten-Challenge. Dritte Fischart jetzt. Ich weiß nicht, wie der Kollege hieß. Der sah irgendwie aus wie so ein langgezogener, schmaler Tarpon, fand ich.
Halt einen zu kleinen Kopf eigentlich für einen Tarpon, aber tja, sah irgendwie cool aus. Nächste Fischart. Blut drückt hier schön rein, spült meine Sachen weg. Boah, das muss nicht sein. Einfach eine geile Angelei hier. Mega, mega nice. So, ich muss jetzt mal ganz kurz aus der Sonne raus, ey. Ist schon echt heavy hier. Ich weiß nicht, habe ich einen Sonnenbrand? Ich glaube nicht, hoffentlich. Hab eine 30er Sonnencreme aufgemacht, bisschen dumm. Ich hoffe noch auf den Moonfish. Ich hoffe noch auf den Red Snapper oder einen White Snapper, wäre auch sehr geil. Ansonsten Snook, Rooster, Barracuda, Mahi Mahi, Spanish Mackerel, alles noch offen. Klar, die meisten davon werde ich nicht schaffen zu fangen in 48 Stunden, aber was soll man machen, Leute? Es ist krass, die Challenge ist krass. Dann noch 3-4 Stunden, dann geht die Sonne unter. Versuche jetzt zumindest noch auf die 6 Fischarten für heute zu kommen, dann wäre ich schon mal richtig happy. Dann wäre das die Hälfte von meinem Ziel, was ich mir vorgenommen habe für die Challenge. Das wäre schon richtig, richtig geil. Also noch 2-3 Stunden durchprügeln. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser und dann geht's weiter. Die Wellen werden größer, wie man sieht. Aber gerade ist nicht mehr so viel Aktion. Bisschen eine Beißpause gerade. Vielleicht muss ich auch darüber. Da hinten sehe ich nämlich, dass da die Pelikane stechen. Alter, ist das denn für einer? Wahnsinn, direkt vor den Füßen genommen. Ich hab einen größeren Fisch dran, Leute. Oh! Alter! Junge, was eine Flucht! Junge, ist das hier ein Fisch? Ich sag's gerade noch, hoffentlich werden die Fische größer. Wahnsinn! Oh, der hat richtig Kraft. Okay, ich muss mal langsam zurück. Zurücklaufen, hier Rückwärtsgang einlegen. Boah, scheiße hat der Power. Das ist ein guter Fisch. Den darf ich nicht verlieren. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, es ist eine neue Fischart. Bitte lass es eine neue Fischart sein, bitte. Bitte eine neue Fischart. Lass es keinen großen Jack sein. Oh. Oh mein Gott, ich bin hingefallen. Oh. 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 Oh, der Fisch ist noch dran. Oh, der Fisch ist noch dran. Okay, ich muss mich umdrehen, wenn ich laufe. Ich habe mich gerade übelst gemault, Leute. Der Fisch hängt noch. Der Fisch hängt noch. Oh. Oh. Alter, ich bin gerade übelst hingefallen. Bin komplett nass überall. Der Fisch hängt gut, glaube ich. Wenn er jetzt noch hängt, das ist ein schöner Fisch. Schöner Fisch. Schönes Fischchen. Sieht ein bisschen komisch aus hier vorn, finde ich. Oh, was ein Apparillo, Leute. Junge, hat der Stacheln. Aber der sieht so aus, als hätte er irgendwie vorne an der Schnauze oder am Maul, keine Ahnung, irgendwie eine Art Fehlbildung, sag ich mal. Aber trotzdem, geiler Fisch hier vom Ufer. Mann, hat der uns einen Drill geliefert. Ich bin einmal komplett reingefallen ins Wasser. Oh, schnell zurück mit dem Jungen. Was für ein Drill, Wahnsinn. Mann, krass. Schön, dass ich den gelandet habe. Er hätte mich geärgert, wenn der abgegangen wäre. Und wir nicht gewusst hätten, was das für einer war. Das hätte mich richtig geärgert. Der sah ein bisschen komisch aus vorne, muss ich ehrlich sagen. War jetzt nicht der schönste seiner Art. Aber trotzdem geiler Fisch. Leute, Red Snapper. Yes. Neuer Fisch eingestiegen. Leader Touch, der zählt. Sehr schön, das ist die nächste Fischart. Schaut ihn euch an, Leute. Schöner Fisch. Ab geht er. Ja, Red Snapper. Ja. Boah, der ist eingestiegen. Was ist das für einer? Er bewegt sich nicht. Was ist das? Was kommt da jetzt hoch? Bitte ein Moonfish.
Bitte ein Moonfish. Das wäre so geil, wenn es ein Moonfish ist. Ja, ein Moonfish! Juhu! Nächste Fisch an! Yes, baby! Wie der grunzt. Krasser Fisch, oder? Ist das sick. Guck mal, wie schmal der ist. Der ist dünn wie ein Blatt Papier. Boah. Ist das nicht cool? So ein Moonfisch. Und der kann einfach grunzen. Mega cool. Den enthake ich jetzt schnell. Tschüssi. Ups. Tschüss. Haha, ja, Moonfisch. So Leute, jetzt ist irgendwas Größeres eingestiegen. Glaube ich zumindest. Der Biss war brutal. Ich hoffe, es ist irgendwas, was wir noch nicht hatten, ehrlich gesagt. Aber der geht nicht richtig in die Bremse. Also er fühlt sich schwer an, aber er nimmt keine Schnur. Also ich glaube, so groß ist er dann wiederum auch nicht. Boah, es könnte alles sein. Ich hoffe, es ist ein Snook. Boah, was ist das? Der kommt gar nicht hoch. Oh, es ist ein Jack. Es ist ein Jack, Leute. Oh, ein schöner Jack. Geil. Hat der Kraft, ey. Oh, den können wir nicht im Wasser enthaken. Alter, die Schnur schneidet voll meine Finger, der ist viel zu wild im Wasser. Ich muss hier kurz raus mit ihm. Das ist doch mein Jack, oh, der sich schon mal sehen lassen kann. Geiles Tier, schaut ihn euch an. Ich überlege fast, ob ich ihn esse. Ich glaube, ich nehme ihn mit, ehrlich gesagt. Eine gute Größe. Von dem Blinker komplett weggehauen. Krass. So, den erledige ich mal schnell. So Leute, da kam gerade ein Einheimischer vorbei, der trägt gerade meinen Jack weg. Hab den Jack hier gerade so erlegt, also halt mit so einem Stein erschlagen hier und dann abgestochen. Und er kam dazu, keine Ahnung von wo, er ist einfach gespawnt, mega random. Und meint dann so, ja, haben wir kurz geschnackt und so. Und dann meinte ich, ja, willst du den mitnehmen? Hat er sich übel gefreut. Mega nice, schade, dass die Kamera das gerade nicht aufgefangen hat. Aber er hat sich voll gefreut. Ich glaube, der hat nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich glaube, der wohnt in dieser, wo ich vorhin noch meinte, das ist eine Ruine. Ich glaube, da wohnt der drin. Weil da hinten kommt nichts mehr. Ich weiß nicht, wo er sonst hergekommen sein sollte. Ich meine, ich bin ja hier zu Gast in deren Land. Kann ich denen auch was zurückgeben? Er hat sich super gefreut, wird ihn bestimmt komplett verwerten können. Besser geht's doch nicht, oder? Kann man auch was zurückgeben hier. Und der nächste, den ich hier fange, der ist für mich. Geil. Hat jetzt irgendwie meinen Tag schöner gemacht hier. Was jetzt noch richtig geil wäre hier auf der letzten Stunde Sonnenlicht und letzte Stunde Angeln, wäre ein Garfisch oder Needlefisch. Das sind diese ganz langen, dünnen, die eigentlich aussehen wie ein Hornhecht, aber auch richtig groß werden können hier in den warmen Gewässern. Also über einen Meter locker. Und ich denke, mit der Fischartenanzahl kann ich auf jeden Fall guten Gewissens nachher nach Hause fahren und mich auf den morgigen Tag freuen. Da werden wir mit dem Wurfnetz angeln, vom Riff auf richtig bunte, weirde Fische angeln. Natürlich auch mal viel spontan bei so einer Challenge. Ich wollte gerade mal eine kleine Pause machen, Leute, und schaut mal, was ich entdeckt habe. Alter. Was? Boah, sieht man das da oben? Alter, fette Papageien. Fette Araras oder Araras oder wie die Viecher auch heißen. Jedenfalls knallrote Papageien. Eins, zwei. Boah. Mega. Guck mal, da vorne sitzt auch noch einer. Ist das krass. Reagieren die auf irgendwas? Wenn man denen irgendwie irgendwas zuruft oder so? Nee, ne? Da vorne auch. Wahnsinn. So Leute, ihr seht's, die Sonne ist fast untergegangen, ich schätze, ich habe noch 20 Minuten. Mega geil, ey. Jetzt noch ein paar Papageien gesehen, das ist doch ein richtig nices Ende hier des ersten Tags. Wir haben genug Fischarten gefangen, würde ich sagen, aber ich bin sehr, sehr happy mit dem allerersten Tag.
Guten Morgen, Leute, es ist Tag 2. Ich stehe schon am Wasser. Ihr seht es gerade, eben ist erst die Sonne aufgegangen und ihr glaubt es nicht. Absolut geiles Zeichen für Fisch. Bin gerade angekommen am Spot hinter mir. Steht ein Angler, ich gehe kurz gucken. So, keine Ahnung, ob die Möwen stechen oder so. Plötzlich sehe er drillt, fängt einen fetten Jack 2 Kilo. Direkt hier gerade vor einer Minute. Das heißt, Fische sind da. Also jetzt ganz schnell Wobbler reinknallen, gucken, ob wir vielleicht direkt diesen Tag absolut perfekt starten. Also ich bin ultra hyped. Das ist der Spot hier. Da hinten sind schon ein paar Pelikane und so. Und der andere Angler schaut, er hat schon 2 Jacks hier. Schaut's euch an, hier liegen 2 Jacks. Ich glaub's nicht, die Sonne ist von der halben Stunde aufgegangen. Er hat schon 2 fette Fische, ich pack's nicht. So, jetzt muss ich mal ganz schnell machen, ich bin ultra heiß. Gucken, ob ich weit genug rauskomme mit dem Wobbler. Ja, wäre geil jetzt hier direkt den Tag mit Fisch zu starten. Das wäre Hammer, Leute. Geiler Strand hier einfach, oder? Traumhaft, Leute. Sagt mal kurz, wirklich, mit den Palmen hier, die Morgensonne, die hinter uns aufgeht. Einfach traumhaft. Richtig, richtig schön, ey. Machen wir hier nochmal einen Cast. Gehen dafür nochmal richtig schön rein zum Werfen. So, Freunde, schaut euch das an. Ich habe gerade ausgeworfen, hatte einen Biss, hab angehauen. Der hat mir die Schwanzflosse hier vom Venom geklaut. Und dann habe ich beim Einkurbeln hier noch eine andere Schnur von einem Angler gefangen. Gucken, was da dran hängt. Bin ich jetzt mal gespannt, ehrlich gesagt, was wir hier noch aus dem Wasser holen. Auf jeden Fall befreien wir damit hier das Meer schon mal von einem ganz schönen Stück Schnur. Ist da überhaupt irgendwas dran? Ja, irgendwas ist da dran. Ein kleiner Jack hier, ich glaube, das ist einer, kann das sein? Ich glaube, das ist seiner, Leute. Amigo! Qué bueno! Gracias! Germany, Alemania. Alemania? Yeah. Yeah, I had a bite. It bite my... And then what is the line on? Yeah, thanks. Thank you. Good luck. So, schneller Köderwechsel, Leute. Neuen Venom raufziehen, den scheinen sie hier zu wollen. Oh, Fisch. Oh, ja, Leute, ja. Oh, mein Gott. Ist der reingegangen? Nein, weg. Nein. Mann, ey. Fuck. Alter, habt ihr das gesehen? Ist der reingegangen? Das könnte ein Snook oder so gewesen sein. Oh mein Gott. Alter, was ein Biss. Das ist bitter. Mann. So, Freunde, nach dem ärgerlichen Abriss musste ich gerade leider alles komplett neu knoten. Richtig nervig. Hinter mir sind immer noch die Möwen und Pelikane am Stechen, wie man sieht. Es ist richtig Fisch da. Ich hatte ja auch schon einen richtig guten drauf. So bitter, dass er ausgestiegen ist. Auf dem Weg zum neuen Spot habe ich jetzt gerade hier dieses stille Gewässer gefunden. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob es Süß- oder Salzwasser ist. Ich will es auch nicht testen, ehrlich gesagt. Und das ist voll mit so kleinen Kaulquappen. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht, aber voll mit Kaulquappen. Heißt es jetzt, es wären Frösche oder was heißt es jetzt? Schaut mal, ich weiß nicht, ob man sieht. Ganz viele kleine Kaulquappen, die da am Boden sitzen. So, auf dem Weg auf diese Landzunge laufen wir nochmal durch den Fischmarkt durch. Den ihr vielleicht schon gesehen habt im ersten Video aus Costa Rica, wo wir vom Kajak geguidet wurden. Das ist jetzt genau hier die Ecke. Da sieht man noch die ganzen Möwen und Pelikane stechen. Und wir gehen jetzt hier einfach mal diese Felswand nach vorne. Bin mal gespannt, ich war hier auch noch nie vom Uferangeln. Alter, guckt euch mal die Ruine an. Die sieht ja krass aus. Oha. Krass, die schauen wir uns nachher noch an. Aber jetzt muss ich erstmal, solange die High Tide, also die Flut noch halbwegs drin ist, das noch mal kurz ausnutzen und da noch mal angreifen. Da sehe ich schon jede Menge Fischrauben. Guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Ey, wie so ein Vulkanstein. Absolut unwegliches Gelände hier. Richtig Salz. Seht ihr, das sieht aus wie Schnee. Ah, das ist einfach pures Salz. Ist das krass, oder? Ja, pures Salz. Krass.
ich auf meinen Flipflops hier wieder, ey, wirklich. Oh, toter Fisch. Das sind die, die hier die ganze Zeit gefressen werden, diese Mullets. Attacke. Zwei Würfe, zwei Abrisse an diesem Spot hier. Ich pack's nicht. Ey, ich bin gerade so gebrochen, wirklich. Zwei Würfe ausgeworfen. Ich wollte sofort einholen. Instant Abriss. Instant Abriss. Kann ich nochmal knoten, ey. Das ist gerade so ein Bruch hier, der Spot. Ich sehe die Fische. Ich sehe, wie der Weißfisch da ist, wie hier die Möwen und Pelikane rauben. Jetzt kriege ich hier zweimal einen Abriss. Dazu verliere ich die ganzen Fische, kann die Bisse nicht umsetzen. Also diese Challenge hier, die bricht mich, Leute, die bricht mich wirklich. Das ist ein Bruch. Jetzt wird der Wind auch noch stärker, ey. Als wäre es nicht schon genug, wird der Wind noch stärker. Dass es jetzt noch richtig schön nervig ist, hier irgendwas zu filmen, beziehungsweise irgendeinen Köder zu spüren, beziehungsweise rauszuwerfen. Es fuckt einfach so ab gerade alles. Wirklich, es ist so, so krass. Hat so gut angefangen, ich komme hier an, sehe, der Typ hat schon zwei Fische gefangen. Kriegt direkt Biss, zack, noch ein Biss, zack, Fisch steigt aus. Ich muss den Spot jetzt wechseln. Das ist wirklich zu krass. Das ist der Bruch gerade. Das ist der Bruch. Es ist so windig geworden, ich kann da überall nicht angeln. Das sind Riesenwellen und übelst der Wind. Hier geht's halbwegs noch. Gestern auch schon. So ein Wind gewesen auf diesem Kajak. Naja, Leute, das ist halt die Challenge, ne? Das war nix, der Spot hier. Schöne Nullnummer. Aber wie versprochen, schauen wir uns jetzt noch mal ganz kurz den Lost Place hier an. Das interessiert mich persönlich auch sehr zu sehen, was das hier mal war. Das sieht doch mal richtig krass aus. Also erstmal gucken, dass man hier nicht in irgendeinen Scherben oder irgendwas reintritt. Alter. Boah, das sieht auch nicht mehr so stabil aus. Krass. Also bei dem Wind kann wahrscheinlich auch gut mal hier was runterkommen, oder? Heftig. Eine Sache, die ich noch testen wollte, bevor wir jetzt auf die komplett andere Seite der Insel fahren, wo es hoffentlich windstiller ist, ist die Fischerei mit dem Wurfnetz. Ich habe hier jetzt auf dem Jig bzw. auf meine Spinnrute ja leider keinen Fisch rausholen können. Aber die sind ja da. Ich habe ein Wurfnetz mir ausgeliehen. Und ich würde sagen, wir haben es ja schon mal getestet, in Schweden mit dem Wurfnetz zu fischen. Das Video dazu findet ihr jetzt hier oben nochmal. Deswegen dachte ich, hier ist es ja legal. Und die Challenge ist ja einfach, versuchen so viele Fische wie möglich zu fangen in 48 Stunden. Die Methode ist ja quasi egal. Deswegen mache ich jetzt einfach hier nochmal eine halbe Stunde Wurfnetz. Vielleicht fangen wir einfach auf gut Glück direkt hier vorne irgendwie ein paar kleine Sardinen und ja, was halt noch so alles hier rumschwimmt. Schauen wir mal, wie sich das Wurfnetz werfen lässt und ob das hier was taugt. Ich habe das hier hinten drin. Von daher endlich wieder Wurfnetz-Action nach dem letzten Wurfnetz-Video in Schweden von vor über einem Jahr mittlerweile. Also ist jetzt von der Fläche nicht allzu großes Netz, aber ich wollte es nicht unversucht lassen. Wenn wir jetzt hier einen Spot haben, wo halt die Möwen und alles so reinstechen, einfach mal hier ein paar Würfe zu machen. Mal gucken, wie gut ich das überhaupt noch auswerfen kann. Ist ja sowieso ein bisschen her. Wir nehmen das hier, glaube ich, so. Und den Hasen hier so, ja, ja. Okay. Ja, war doch der erste Wurf gar nicht so verkehrt. Vielleicht kriegen wir eine Sardine, Leute, das wär's. Oh, der war astrein. Der war astrein. Zack, ziehen. Ist da was drin? Nicht. Ich muss weiter rein. Der war auch nicht so schlecht, sage ich. Und ziehen. Und. Oh, eine Sardine, Leute. Zwei. Oh, ja, drei. Eins. Zwei. Drei kleine Sardinen. Sind das Sardinen? Ja, das hier ist auf jeden Fall ein Mullet. Das hier ist ein irgendwas anderes. Perfekt. Das ist schon mal eine Fischart. Ich glaube, das ist ein kleiner. Ein kleiner Seabass oder so. Sieht gefühlt so aus. Das hier ist ein Mullet auf jeden Fall. Oder eine Sardine. Das ist auf jeden Fall eine Sardine. Sind jetzt 1, 2, 3 Fischarten. Der hier ist genau der gleiche wie der hier, würde ich sagen. Ja, das ist genau der gleiche. Yes! Drei Fischarten mit einem Wurf.
ey, Wurfnetz ist der Cheatcode, ich sag's euch. Feierlich. Und den werfe ich jetzt raus als Köderfisch auf dem Petten. Haha, yes. Yes, jetzt bin ich gerade wieder hyped. Köderfisch auf, ja, alles was beißt, ne? Der Kollege wird da hinten jetzt hoffentlich gesnackt. Und dann, ja, wenn die Schnur abzieht, wissen wir, wir haben einen. Das wäre natürlich geil jetzt hier. Köfi ab. Na gut, wir haben ja noch einen. Ich will jetzt wenigstens versucht haben, wisst ihr? Das Wurfnetz hat unsere Ehre noch gerettet. Auf den Köderfisch habe ich jetzt noch mal 20 Minuten versucht, einen Fisch zu fangen. Aber es ist Low Tide, also Ebbe. Macht nicht so viel Sinn jetzt hier, ist überall sehr, sehr flach. Deswegen fahren wir jetzt auf die komplett andere Seite dieser Halbinsel, eine Stunde ungefähr, auf einen Spot, das ist eine Insel, die jetzt bei Ebbe quasi frei liegt. Und da können wir während der Ebbe raufgehen und dann da hoffentlich mit Wobbler und so an den Korallenriffen irgendwelche richtig cool aussehenden Fische fangen. Packen wir es jetzt hier, ein paar Fischarten kamen hier rum, kleine, aber die wollte ich sowieso abhaken. Da muss ich da nicht mit so kleinen, keine Ahnung, 12er Haken rumfiedeln. Wäre ganz geil, wäre ein großer Jack oder so hier noch rausgekommen. Wir hatten ja welche drauf, aber so ist Angeln. Kann man sich nicht aussuchen. So Leute, Spotwechsel und wir haben ein richtiges Problem. Ich sitze im Auto und der Weg dahin führt hier durch so einen Wald, so eine Offroad-Straße ist das hier und die ist jetzt gesperrt. Ich wurde hier einfach angehalten, musste mich hinter so einen anderen PKW einreihen und jetzt stehe ich hier schon seit 10 Minuten bestimmt. Das frisst natürlich Zeit jetzt für die 48-Stunden-Challenge. Ich meine, wenn es dunkel ist, macht es nicht so richtig Sinn, noch weiter zu angeln. Ich habe noch ungefähr 3-4 Stunden Zeit. Ich hoffe mal, das löst sich hier schnell und wir können bald weiterfahren. Wir stehen einfach. Wahnsinn. Hinter mir sieht man schon ein bisschen die Insel, die jetzt gerade frei wird durch die Ebbe. Und vor mir, schaut mal da, einfach ein Affe. Schön auf dem Parkplatz hier. Geil, wie süß der ist. Und da quasi wird jetzt durch die Ebbe dieses Riff frei und dann kann man auf diese Insel darauf. Ich habe jetzt gesehen, hier ist besonders flach der ganze Bereich. Deswegen werde ich erstmal da anfangen mit dem Stickbait. Einen kleinen Reaper in schwarz, einfach weil der Stickbait liegt ja auf der Wasseroberfläche. Die Sonne ist gerade sehr stark, das heißt, wenn die Fische Topwater beißen, dann schauen die dementsprechend von unten nach oben gegen die Sonne. Und meine Idee hinter der Köderfarbwahl jetzt hier ist, dass der schwarze Köder einfach den größten Kontrast mitbringt. Außerdem fange ich jetzt hier an zu angeln, weil gerade ein einheimischer kleiner Junge sich da vorne hingestellt hat und angefangen hat zu fischen. Ich glaube, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Und da drüben einfach noch eine Familie angefangen hat jetzt zu fischen. Erster Wurf. So. Auf zum nächsten Angelspot. Ihr wisst, Leute, eine Fischarten-Challenge ist nichts anderes als Spots abklappern. Gucken, wo sind Fische, wo sind hungrige Fische. Beim Checken der Insel hier für den nächsten Spot bin ich jetzt an so einem Gezeitenpool gelandet hier. Und da unten ist ein kleiner Kugelfisch. Der sieht aber irgendwie ziemlich giftig aus. Ich weiß nicht, ob man den so gut sehen kann. Krass einfach, chillt da. Macht gar nichts. Zählt er jetzt als gefangene Fischart oder nicht? Müssen wir uns noch überlegen, oder? Bisschen wilder, bisschen rougher. Ich knall jetzt einfach mal den Wobbler hier raus. Auf gut Glück, sage ich mal. Fisch, 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 Fisch. Haha, yes, baby. Da ist der Erste. Nein, er sitzt im Stein. Nein. Nein, er sitzt im Stein fest. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem, Leute. Er sitzt im Stein. Nein, er sitzt wieder frei, er ist wieder frei, er ist wieder frei. Oh, guter Fisch, guter Fisch. Der ist besser, der ist besser. Oh, yes. Oh mein Gott, ich fall hier fast rein. Was ist das für einer? Was ist das für einer? Ist das eine neue Fischart? Oh, zwei. Nein, jetzt nur noch einer. Das waren gerade noch zwei. Alter, der sieht ja mies gefährlich aus. Holy shit. Was ist das für ein Fisch? Der sieht ja geisteskrank aus. Yes, das ist auf jeden Fall eine neue Fischart. Ja. Den kenne ich nicht. Das heißt, ich will ihn jetzt auch nicht anfassen. Wer weiß, der giftig ist. Oh mein Gott, da ist eine Monsterwelle. Erstmal die Welle überleben hier.
mein Gott. Yes, das ist die nächste Fischart. Ab geht er. Boah, scheiße, ist das eine Welle. Yes, neue Fischart. Geil. Geil. Endlich einen guten Spot gefunden. Und der hat direkt performt hier. Ja! Oh, das war ein Biss. Alter, was eine Attacke. Oh, guck mal, was da hinterherkommt. In den Wellen. Guck mal, was da hinterherkommt. Oh mein Gott, da direkt vor meinen Füßen. Direkt vor meinen Füßen. Komm schon, geh drauf. Da waren locker 10 Red Snapper oder so. Ey, hier ist was los. Wahnsinnige Frequenz. Fisch, Fisch, ja, ein besserer Fisch. Der muss sich oben halten, der darf nicht runter die Steine. Was ist das für einer? Was ist das für einer? Alter, du siehst ja giftiger aus als der davor. Was wahrscheinlich genau der gleiche, oder? Bist du denn für einer? Alter, ist der schön. Wahnsinnig schöner Fisch, Leute. Ich glaube, das ist aber keine neue Fischart. Ansonsten seht ihr es jetzt hier oben im Counter. Bin komplett nass. Hose sowieso schon längst raus. Triefend bis unten hin, alles voll. Bestehen aus Schweiß, Salzwasser und weil ich mich gerade beim Trinken vollgekleckert habe. Aber es ist krass. Bin jetzt gerade mal hier, Speicherkarten auswechseln und realisiere, was für einen geilen Spot ich hier gefunden habe. Achso, und übrigens, Leute, wir haben noch ungefähr eine Stunde Angelzeit und ich muss noch 2 Kilometer zurücklatschen. Und das hier ist alles, was mir noch an Wasser übrig bleibt. Scheiße, komplett fehlkalkuliert. Ich dachte, eine Flasche reicht. Reicht überhaupt nicht. Ich habe so einen Durst. Ich weiß nicht, wie lange ich es hier noch schaffen werde. Ich ziehe auf jeden Fall komplett durch. Oh, oh mein Gott, was für ein Fisch! Oh mein Gott, ja! Nein, ist ab! Nein! Oh mein Gott, der war riesig! Oh, ho, ho, ho. Aus nichts! Junge, das war ein Riesenfisch! Oh, Haken, komplett aufgebogen! Alter, aus nichts! Was war das denn bitte? Unfassbar! Ist der in die Bremse? Ey, das muss... Das war... Das, was war das? Kann alles gewesen sein. Mahi, Jack, Rooster, alles! Oh, war der drin! Krassester Biss bis jetzt! Schneller Köderwechsel. Machen wir mal die Box hier. Echt einen großen Popper hier. So ein. Das kann nämlich echt ein Jack gewesen sein. Und der braucht dann was Ordentliches. Ein bisschen ruhigerer Bereich, weil die Wellen werden da hinten ferngehalten von diesen Steinen. Gucken, ob hier vielleicht irgendeine Attacke auf den Popper geht. Ansonsten bin ich gleich ganz schnell wieder beim Wobbler. Oh, Fisch, 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 Fisch. Ja, besserer, besserer. Yes. Was ist das für einer? Haben wir den schon? Haben wir den schon mal gefangen? Oh, der sieht ja wild aus. Das ist eindeutig eine neue Fischart. So, da ist sie. Die nächste Fischart. Keine Ahnung, wie der Kollege heißt. Sieht aber aus wie ein Triggerfisch. Den enthaken wir jetzt mal schnell und lassen ihn wieder frei. Krass. Geiles Tier. Nice. Nächste Fischart. Tschüssi. Biss, biss, biss. Fisch, ja, ja, ja. Oh, der geht in die Steine. Der geht in die Steine. Den müssen wir da rausholen. Oh, was ist das für einer? Haben wir den schon mal gefangen? Was ist das für einer? Was ist das für einer? Er geht auf jeden Fall nach unten. Alter, wie siehst du denn aus, Junge? Das ist unfassbar. Wow. Wow, 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 wow. Unglaublich schön. Den lassen wir direkt wieder frei, Leute. Tschüssi. Direkt unter den Stein, ey. Wild. Was soll ich sagen, Leute? Die Fische hier sind einfach so, so schön, oder? Einfach nur so leicht twitchen und stehen lassen, das macht die gefühlt am aggressivsten, wirklich. Man braucht den hier gar nicht so schnell durchleiern. Diese leichten Bewegungen, ich glaube, das triggert die übel.
Ja. Direkt vor den Füßen, Boah. Das für einer. Den hatten wir schon. Wieder so ein Triggerfisch hier. Ciao. Durst wie eine Bergziege, ich mein's ernst. Echt nicht mehr lustig. So einen trockenen Mund, echt krass. Ordentlich abgeräumt hier zum Glück noch. Am Anfang ja ein paar Schwierigkeiten gehabt, einen Spot zu finden. Aber lasst jetzt schon mal ein Like da, einen Kommentar. Lasst unbedingt ein Abo da. Leute, wir brauchen die 100k. Die 100k Abonnenten, dann haben wir das alles komplett zerfetzt. Seit ein bisschen mehr als über ein Jahr mache ich jetzt YouTube. Hustle da so hardcore rein im Schnitt, in den Videoideen, in allem drum und dran. Es wäre einfach nur so nice, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten 100k knacken. Wenn ihr hier noch schaut und supportet, jetzt gerne mal an die Kommis, Hashtag Road to 100. Da kommen dann noch richtig, richtig nice Videos und 100.000 wäre einfach ein Traum. So Leute, mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang endet die 48 Stunden Fischarten-Challenge. Ihr seht es jetzt hier oben eingeblendet, wie viel wir schaffen konnten. Ich habe total den Überblick verloren. Es war unfassbar geil. Wir haben fette Fische gefangen, wir haben fette Fische verloren. Die schönsten Fische ever gesehen. Es hat einfach nur mega, mega viel Spaß gemacht. Geile Spots entdeckt. Und dann bis zum nächsten neuen Video. Macht's gut. Ciao, ciao.